Hallo, ich meine, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Gameplay-Video. Beziehungsweise Let's Mod, Let's Play, Gameplay-Video, whatever. Ihr kennt das ja, Geplänke, Geplänke. Wir spielen eine weitere Half-Life 2 Episode 2 Modifikation, die namens Aberration lautet. Aberration. Ich habe ja gegoogelt, was das heißt, ich habe keine Ahnung. Das kann auch einfach nur ein Name sein. Oder ich bin einfach nur dumm. Das kann natürlich auch sein. Höchstwahrscheinlich. Und zwar kam es am Juli raus, irgendwann. Und es ist angeblich ein Part 1. Eventuell kommt noch mehr, ich weiß es nicht. Und es ist ein Horrorspiel, aka Nightmare House. Aber es soll sich eher ähneln wie 4, weil dort wird viel geschossen. Und viel Grusel, viel geschossen, viel Grusel, viel geschossen, viel Grusel. Immer so abwechselnd. Habe ich zumindest gelesen. Und ja, ich freue mich drauf. Ein bisschen Horror ist ja nie schlecht. Moment, ich habe, glaube ich, noch. Irgendwas wollte ich noch sagen. Warte, ich guck mal kurz hier in mein professionell hier. Hallo, ich bin der. Oh ne, da waren wir schon. Ja. Ja, genau. Und ich werde auch keine Effekte einfügen, weil, also ich mache ja gerne immer solche Späßchen mit meinem Editor, wo ich, ja, keine Ahnung, halt das Video modifiziere. Diesmal werde ich das gar nichts, also gar nichts machen, damit die Stimmung im Spiel nicht verloren geht und weil, ja, und ich werde auch nicht so viele Scherze vielleicht machen, weil ich dann noch meinen Boden aufmischen möchte, denn ich werde mir wahrscheinlich voll in die Hosen pinkeln. Und da kann ich ganz schlecht Witze machen. Oder zumindest versuche ich Witze zu machen, um witzig zu sein. Ich hoffe, ich bin witzig. Forever alone. Naja gut, zu lange schon geredet, ey. Option habe ich natürlich diesmal schon gemacht, weil. Ach, ich habe eins noch, vielleicht Maus. Aha, das habe ich nicht gemacht, ne? 5. Nicht 50, sondern 5.0. Ich habe wieder keine Ahnung, was so abgeht. Aber Patient, was? Patient 2418 oder 2418 oder 2418, whatever. Waking up. Ja, das ist meistens bei Horrorspielen. Er soll auch ganz schön böse sein. Ich hoffe, mir wird jetzt keine Fratze ins Gesicht, in den Bildschirm fliegen. Neues Spiel starten. Ja. Gut, der Start ist nicht so professionell, aber ich hoffe, Chapter 1, okay. Go, go. Okay, Taschenlampe habe ich schon mal. Oh, habe ich nie aufgesammelt. Fernseher. Okay, das Klicken ist wie bei Nightmare House. Hat er wahrscheinlich geklaut, hä? Hä? Also, ich werde auch kein Nightmare House spielen, das ist schon mal klar, weil ich 1 und 2 schon gespielt habe, als es direkt rauskam und ich war natürlich begeistert. Eventuell kommt der Teil 3. Carry required. Schlüssel finden. Soweit reicht mein Englisch. Boah, ey, warum sind hier so viele Gegenstände? Ach, hier ist auch noch eine Tür. Die zu ist. Warte, vielleicht nochmal ein Gang zurück. Na. Schlüssel. Ah, ne, passt nicht. Zu groß. Der muss doch irgendwo hier rumliegen. Wo ist denn hier der Schlüssel? Ich komme direkt am Anfang nicht weiter. Was ist das denn? Oh. Oh. Ich bin Blindfisch.
Da blinkt der Schlüssel. Wow. Okay, leichte Gänsehaut schon mal. Fängt dir schon mal gut an. Oh ja. Ja, ich kann Blut mit meiner Taschenlampe wegzaubern. Copperfield for the win. Ah, jetzt fange ich schon wieder an zu scherzen. Das wollte ich doch gar nicht. Schon wieder Stühle. Warte mal, bevor ich da hingehe, gucke ich nochmal, was hier noch so gibt. Oh, Schlüssel. Gut. Hat sich also gelohnt, zurückzugehen. Boah, hell. Go away. Verpiss dich. Auf Deutsch. Hä? Die Tür war aber gerade nicht offen. Die werfen mit Flaschen. Okay, eindeutig werde ich verfolgt, beziehungsweise werde ich, ja, halt verfolgt. Von Gestalten. Schwarze Gestalten. Oh. Ah, Gänsehaut. Warum machen die das? Warum schmeißen die Leichen? Was ist das für eine Tür? Oder ist das ein Fernseher? Sieht aus wie ein Fernseher, aber irgendwie sieht das Innenleben aus wie ein Toaster. Wie ein Toaster. Wie ein Toaster soll ich schon nicht sagen, mal schnell. Mikrowelle. Ich rede von Toaster, ey. Jim. Wer ist Jim? Ah, du Hackfresse. Oh, mit Blut hat er aber nicht gespart, ey. Das Emblem von Half-Life. Ja, wie heißt das denn nochmal? Halbwertszeit. Das liegt mir auf der Zunge. Lambada, oder? Lambada? Was, Lambada? Irgendwie so. Aua! Arschloch, ey. Schmeiß die nochmal, ey. Bam. Okay, Leben ist da anscheinend. Oh, wie viele gibt es denn von denen hier? Muni. Aber wo ist die Waffe? Ich was übersehen. Ah, oh, der Türöffner ist da. Ja. Ah. Lol, der braucht sogar mehr Schüsse. Carry cried. What the fuck?
Wow. Oh, lange Gänge. Ich mag keine langen Gänge. Huh. Don't. Da hinten steht Don't. Soll ich da hingehen? Ja, ich gehe da mal hin. Oh nein. Hallo? Eine Leiche. Und eine Waffe. Nice. Neue Skins. Oh. Ja, das meine ich mit 4. Wow. Ja, klar. 4 Comments auf einmal. Oh, da kommen ja noch mehr. Schon leer. Waren aber nicht alle, oder? Achso, die sind die Treppe hochgegangen. Das waren dieselben. Alles klar. Reiß die Hütte ab. Wake up. Hab ich noch gar nicht gelesen. Wach auf. Bin ich am Schlafen? Oh. Oh. Ja, es ist eine Half-Life 2 Episode 2 Modifikation. Na komm. Da soll da rauskommen, das ist ein. Komm mal jetzt raus da. Aua. Bam. Wir brauchen eine Gravity Gun. Mann, scheiß Ding. Na, Kampf! Muss ich nur treffen. Bam! Oh, da sind ja noch welche. Also Munition ist mal ist hier ziemlich knapp. Ja. Ich glaube, hier muss ich wirklich mal mit der. Wow! Fuck you! Ich wollte noch die Muni haben. Aha. Lade da. Oh, dankeschön. Da kam die versprochene. Die versprochene Muni. Pumpkin, Chapter 2, aber oh, es ging aber schnell. Ich glaube, das wird ein Part. Eine kleine Modifikation, aber eine schöne anscheinend bis jetzt. Sehr gut gemoddet. Ja. Atmosphäre ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aua! Aua. Ich bin schon gleich tot. Da sollte ich mal ein bisschen aufpassen. Hier ist wirklich jeder Medikit, beziehungsweise jede Munition ist sehr wertvoll. Weil ich jetzt nicht gerade schießen soll. Jetzt geht er hoch. Alter, und Scheiß, so viel Muni habe ich gar nicht. Ich habe mir jetzt 5 Felder gedrückt. Ja, Gravity Gun brauche ich jetzt eigentlich, aber okay. Hey, ich muss mal hier ein bisschen. Ich bin gleich tot. Oh, Muni. Und Medikit. Bombe. Bombe. Oh.
Boah, er stirbt einfach. Er lebt noch? Ah, ah, das brauche ich jetzt auf jeden Fall. Ah. Muss man ein bisschen auf die Wände achten. Die scheinen ein bisschen die Story ein bisschen voranzubringen. Bei dem 50.000 Graffiti fällt das nicht so auf, leider. Einfach mal den Knopf drücken, ne? Ah, das Tor öffnet sich. Oh, ja, geil. Ah, das ist die Scheibe davor. Wie schnell laufen die denn? Alter, die laufen ja voll schnell. Boah, ey, Alter. Auf, warte, ich muss mal einmal kurz gucken. Ich werde einmal kurz gucken. Normal, ich wusste es. Das ist ein bisschen härter, vor allem wenn 5 Leute oder 10 kommen, wenn es auf einmal kommt. Ich hoffe, ich kriege mal ein bisschen Medic jetzt wieder. Nein, natürlich nicht. Aber ich hätte darauf schießen sollen. Mir fehlt die Gravity Gun. Ich habe die Gravity Gun nicht. Bäh. Oh nein. Erst spawnen. Ah, serious? Ah, das überlebe ich doch nicht hier. Na komm. Kann auch von da kommen. Ah ja, gib mir direkt. Ja, los, gib's mir. Alter. Alter, wie kommt denn da? So viel Muni habe ich gar nicht. Okay, immerhin werfen die reichlich Medic wieder zurück und Muni auch. Ein Schuh. Und eine Granate, das ist auf jeden Fall hilfreich. Also die Story sagt mir gerade gar nichts, ich wach irgendwo oder ich denke, das war Aufwachen. Denn der Anfang heißt ja auch Aufwachen. James, da. Anderes Wort für Jimmy. Heißt ich so? Oh nein. Battle Area. Ich sehe doch jetzt schon, dass hier 50 Combines kommen. Ah. Ich will da nicht runter. Brauche ich das Scharfschützengewehr? Ambient. Oh nein, ich will da nicht runter. Oh nein. Hä? Ein Rätsel? Ah, okay. Wenn die Granaten direkt hier nebeneinander stehen, dann ist das Rätsel nicht schwer. Ah, jetzt kann ich bestimmt wieder nach oben. Ah. Ah, genau, jetzt bewegst du dich.
Was sind denn meine Äuglein da? Noch mehr Granaten. Toll. Ah, jetzt kann ich weiter, verstehe. So, ein bisschen aufpassen, dass hier auch Gegenstände sind. Bam. Pistolenmunition. Oh, geil. Scheiß drauf. Fuck. Oh, es bleibt doch da. Geht doch. Wo kommen die Gegner jetzt her? Auch wieder von da. Einfach ein paar Granaten spammen. Oh. Von denen habe ich ja so viele. Ja, ist ja gut, du kommst auch dran. Los, Pikachu, du bist an der Reihe. Direkt unter seine Füße, also besser geht's ja aber nicht. Oh nein, Aufzug. Ja, ich wusste, was da noch was war. Ja, diese Granatwerfer sind nicht. Oh, scheiße. Scheiße, was habe ich getan? Bin direkt reingesprungen. Was ist los? Oh ne. Oh ne. Fuck you, ey. Ist doch viel zu krass. Oh. Oh. Kommt ihr denn her? Ein Leben, Alter, ein Leben. Das ist wirklich euer Ernst, ey? Das schaffe ich gar nicht. Die müssen mich nur einmal angucken. Fuck! Ich wollte noch weg abhauen. Oh, Leute, Leute, Leute. Das ist ja viel zu krass. Warte, die kommen, wenn ich das starte. Die kommen von da. Easy, was los? Alle schon tot? Oh! Ah! Ah! Boah, easy miese, denn was los? Einmal man weiß, wie es geht. Oh, Muni gibt's auch ohne Ende. Na komm her. Alles mitgenommen. Oh! Zugabe oder was? Das wäre schon Ende.
Boah, wie langsam der ist. Ah, es kommt von der anderen Seite. Ey, das geht ja noch weiter, ey. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Alter, ging das voll den Header, ey. Ah, scheiß drauf. Ich guck nach oben, der ist schon hier. Ne, da kommen jetzt noch welche. Ah, ey, ohne Scheiß. Das ist typisch Aufzug in Spielen. Nie wieder so ein Aufzug so langsam fahren. Vor allem, wenn er jetzt so schnell fahren würde wie jetzt, dann wäre er schon schneller da gewesen. Neue Daten. Ich würde sagen, Chapter 3. Okay, ah, okay. Er ist ein bisschen geskippt. Oh nein. Horrorpassage, würde ich mal behaupten. Alter, jetzt kommen wir nicht mit diesen Soundeffekten. Willst du mich umbringen? War die Schule auf heute? Links sieht sehr gruselig aus, rechts nicht. Ich geh mal rechts. Ah, war ja klar. Ja, nächstes Mal lage ich jetzt auch rein. Wow. Chill mal. Ja, eine schöne Tür.
Oh, komm schon. Nein, bitte nicht. Oh, nein. Schächte sind ganz böse. Ich gehe in das Licht. Stirb, du Scheißviech. War schon klar, dass sowas kommen würde. Hallo? Serious? Das ist wirklich von Nightmare ausgeklaut. Ey. Was für eine dreiste Kopie? Ist ernsthaft? Der Raum wird immer kleiner. Tut mir leid, aber das kann ich jetzt überhaupt nicht unterstützen. Und jetzt kommt sein Gesicht oben. Na komm, wann kommt es? Ich werde mich wahrscheinlich eh erschrecken wieder, obwohl ich es weiß, aber da. Ich habe mich doch ein bisschen erschreckt. Was mache ich denn jetzt in ein Entillion-Nest? Scheiße, ich habe mich nie gemocht. Boah, es geht auch die Leiter hoch. Okay, leicht buggy. Ist nicht gerade im Kreis gelaufen? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Hä? To be continued. Ja. Warten wir mal auf Teil 2, würde ich sagen. Ich wusste doch, dass das ein Part 1 ist, also dass es nicht das komplette Spiel ist. Ah, danke schön. Geht's auch weiter oder? Das ist erstmal alles so programmiert, dass es einfach kein Ende gibt. Ach, ich glaube, es war schon. Okay. Ich habe mich kurz verklickt, Entschuldigung. Ja, und ich glaube, das war's jetzt auch. Das war's. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part, der irgendwann mal entwickelt wird. Ich hoffe, der wird entwickelt.
Und bis dahin, tschüss. Thank you.